Und sich da unten auf dem Flugplatz. Ja, benutzt doch die Leiter, du doof, Mann. Schon Drehwurm nur vom Runterlaufen. Ja. Spät schon tot. Mit dem Heli macht es gleich wenigstens Spaß. Oh, hier sind zwei Kisten. Dann nehme ich doch erst die oberste hier. Alter, hier sind noch mehr. Ich habe da in der Halle sogar noch eine Blaupausenkiste. Schalldämpfer. Kannst du natürlich Sachen ganz in Ruhe einsammeln. Das ist immer so eine Scheißsucherei, ey. Ja. Da oben. Oh. Patrick, der Papa lädt diese Nacht schon die ersten Videos hoch, ne? Ja, du ganz in Ruhe. Und damit ein Horror. Dann sowieso erst die nächsten Tage, dass ich das Ganze in Ruhe dann weiter bearbeite. Das ist super lieb von dir. Oh, schauen wir mal, was haben wir da Neues? Ich bin auch gerade nebenbei am Gucken. 80. Bin jetzt auf 33. Keine Angst, ganz ganz in Ruhe noch weitermachen. Ein, zwei Ziele auf uns. Was haben die denn jetzt gemacht? Der Heli ist im Arsch. Ich stand ganz auf der Stelle, ich bin nie irgendwo gegen geflogen. Die haben irgendwann auf uns geschossen. Ja.
Ah, Gott sei Dank ist es nicht ganz so weit. Wichser. Links von dir im Wald, ne? Rechts dann, genau. Ah, schade. Ist halt so. Nichts hören. Langsam werden die Schmerzen ein bisschen weniger, das ist schon mal gut. Muss es auch nur noch so bleiben. Oh. Ein paar kleine, ein paar große. Mehr große wie kleine, ne? Da ist eine Drohne. Die müssen wir drum rum gehen. Kurz Heilung rein. Nehmen wir uns mal mein Motorrad und dann fahren wir Richtung gelben Punkt da. Oh, da ist noch was Lilanes mitnehmen. Ne? Was ist es? Eine Mütze. Die ist sogar besser als meine. Da schießt einer auf uns. Ja, ignorieren wir. Wir fahren jetzt. Wir müssen sowieso gleich rüber schwimmen. Also passt das schon. Und wir nutzen das als Sprungschanze. Wuhu! Alter! Ich stehe auf Meinung. Guck mal, ich hab meins sogar noch. Jetzt ist meine auch im Arsch. Könnte man morgen auf jeden Fall mal bei der Ärztin da anrufen, dass ich einen Termin kriege, so schnell wie möglich. Soll sie im schlimmsten Fall die Zähne ziehen. Und wenn die anderen Zähne drumherum angegriffen sind, soll sie einfach mit rausziehen. Was weg ist, ist weg. Und wenn die Ärztin sagt, ja, aber dann haben sie keine Zähne mehr, habe ich gesagt, habe ich kein Problem mit. Dann nehme ich 20, 30 Euro in Hand, hole mir einen Mixer und fertig. Nee. Außerdem esse ich sowieso gerne Suppe. Passt das also. Außerdem ist euch scheißegal, wie das Essen aussieht. Hauptsache, es schmeckt. Ja. So, da sind zwei. Welchen willst du hier links? Warte mal, hier unten ist erstmal eine Kiste. Ey. Ja. Und ein Dicker. Der Dicke ist weg. Und einen schönen Kopfschuss sicherlich. Eine gelbe Pistole, nice. Mach doch die Kiste auf, Mensch. Und jetzt leg ich dich ja rein, du. Dafür mal gerade gesagt, dass der keine Handgranate zu dir wirft. Ich bin erstmal im Gebäude. Auf jeden Fall besser als draußen. Und du bist auch verdammt gut hochgekommen. 74 schon. Alter.